Mein Name ist Jan Clausen, ich bin 36 Jahre alt und hier am Standort Ulm Niederlassungsleiter der Hays AG und verantworte gleichzeitig an den Standorten Stuttgart und Ulm das Geschäft im Bereich der freiberuflichen Ingenieure. Die Hays AG ist spezialisierter Personaldienstleister. Wir besetzen auf Zuruf Positionen mit hochqualifizierten Experten, sowohl im Bereich freiberufliche Experten als auch in der Arbeitnehmerüberlassung und in klassischer Festanstellung. Ja, die Hays AG ist in zwei Arten innovativ. Auf der einen Seite fördern wir die Innovation der Kunden, indem wir zum richtigen Zeitpunkt eben den passgenauen Spezialisten zur Verfügung stellen können. Das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt und einen bestimmten Experten im Bereich der Elektronikentwicklung oder auch der Konstruktion benötigt, ist Hays in der Lage, hier innerhalb kürzester Zeit den passenden Spezialisten zur Verfügung zu stellen und dem Kunden zu helfen, seine Innovationen voranzutreiben. Auf der anderen Seite sind wir aber auch innovativ in Bezug auf den Personaldienstleistungsmarkt selbst, denn wir haben den Anspruch, diesen Markt weiterzuentwickeln. So bieten wir zum Beispiel großen Unternehmen an, nicht strategische Lieferanten im Bereich der externen Ressourcen über uns zu bündeln und somit Vorteile zu erwirken, was das Thema administrative Aufwände, aber auch Kosten für den Kunden anbelangt. Die Innovationsregion Ulm zeichnet sich aus meiner Perspektive durch eine enorme wirtschaftliche Dynamik aus. Wir haben 3% Arbeitslosigkeit, das heißt, man kann eigentlich von Vollbeschäftigung sprechen. Und das ist nicht zuletzt dadurch begründet, dass die Unternehmen in dieser Region eben immer innovativ bleiben. Und wir hoffen natürlich in den nächsten Jahren durch unsere Leistung im Bereich der Rekrutierung dazu beitragen zu können, die Unternehmen mit passenden Spezialisten zu unterstützen und somit die Innovationskraft der Region zu erhalten, im Idealfall sogar noch voranzutreiben. Aus privater Perspektive muss ich sagen, mir gefällt die Region sehr gut landschaftlich. Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten. Der Bodensee ist nicht weit, lädt ein zu einer Bootsfahrt, einfach mal sich zu erholen. Von daher gesehen, glaube ich, beide Aspekte kombiniert machen eigentlich die Attraktivität dieser Region aus.